Guten Morgen, es ist wieder Zeit für den Rohkost-Potluck. Geht jetzt in deine 25. Auflage und ja, wir werden heute etwas Neues einführen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber wir haben uns vorgenommen, dass wir nach dem Potluck, sonst sind wir alle dann nochmal in die Stadt gegangen, tanzen oder sonst was. Das ist manchmal auch ganz nett, aber jetzt haben wir noch Sommer, auch wenn es jetzt gerade ein bisschen regnet. Und wir haben einfach gedacht, dass wir einfach zelten und abends noch ein Lagerfeuer machen und ja, einfach den Abend gemeinsam ausklingen lassen. Bei schaurigen Geschichten am Lagerfeuer, bei schönen Mantras, die wir singen und mit Kuscheln und mit was auch immer, was dann kommt. Auf jeden Fall, ja, werden wir heute einfach mal sehen. Ich werde berichten. Videoaufnahmen wird es dann wahrscheinlich schwerlich von geben, weil es dann dunkel ist. Und das Handy hat nun nicht die größte Lichtstärke. Von daher wünsche ich euch viel Spaß beim Rohkost-Potluck-Video. Mal sehen, was heute auf uns zukommt. Ja, und das Erste, was auf uns zukommt, ist, dass die Straße, wo die immer zum Potluck führt, gesperrt ist. Und ja, leider führt die auch keine Parallelstraße irgendwie lang. Ja, mal sehen, was wir jetzt machen. So, wir trinken einfach jetzt hier mal unsachgemäß ein. Und mal sehen, ob ein besorgter Bürger, der gerade hinter uns ist, das realisiert und uns darauf aufmerksam macht, dass das nicht in Ordnung ist, dass wir hier langlaufen. Ich bin sehr gespannt. Aber noch hat er nichts gesagt. Wir überqueren todesmutig diese neu gemachte Straße, wo wir nicht wissen, ob sie vielleicht einbricht, weil hier steht kein Schild. Und wie wir in Deutschland wissen, nur mit Schildern ist hier Betreten erlaubt. Das ist übrigens ein Fluss. Ich dachte, das wäre eine Straße. Ja, vielleicht war das auch eine Straße und jetzt ein reisender Fluss geworden. Boah, Abenteuer für Abenteuer und das nur auf dem Weg zum Rohkost-Potluck. Da könnte man schon wieder Abende füllen hier mit diesen imposanten Ereignissen. Es ist 11.11 Uhr und wir schauen mal, wer da ist. Oh, das ist überschaubar. Überschaubar. So, und jetzt geht's gleich los hier. Wir werden gleich das Buffet vorstellen. Die Silke sucht nur noch ihre Kamera da hinten. Und ja, dann werden wir uns jetzt mal das Buffet durchgehen. Heute ist ja wieder Gourmet und normale Kost. Also die Leute konnten sich entscheiden, ob sie entweder ganz normale, einfache Rohkost kredenzen oder ob sie was zubereiten. Ja, und dann werden wir mal gucken, was es heute gibt. So, das ist ja hier alles selbsterklärend. Melone, Bananen, Nektarinen. Das sind Weintrauben aus eigenem Garten bestimmt, oder? Ja, die kleinen hier. Mhm. Genau. Pflaumen, dann hier sowas wie Orangen oder Clementinen, Tomaten, Möhren. Ich glaube, das ist Pastinake, Radieschen, Rosenkohl, Avocado, Brombeeren, Alfalfa Sprossen. Ich glaube, jetzt haben wir fast alles durch. Hier sind auch nochmal Tomaten, hier sind, glaube ich, noch Möhren. Genau. Genau. Das sind getrocknete Früchte. Datteln. Genau, jetzt geht es hier weiter. Das hier ist, glaube ich, so ein Apfel oder Apfelmöhre. Sieht wie aus wie Apfelmöhre. Apfelmöhre. Ja, Apfelmöhre, genau. Jetzt geht's los mit der zubereiteten Kost. Das ist irgendwas mit Haferflocken. Das sind Haferflocken, Bananenkekse. Und dann Fanny. Ja, genau, Fanny. Alles von dir? Okay, also das ist ein nussiger Apfel-Möhren-Salat, für Allergiker nicht geeignet, mit Äpfeln und Möhren aus dem Garten, weil da habe ich so ziemlich alles dran an Cashews, Walnüssen, was so Sortiment hier gibt. Also habe ich noch alles Paranüsse, Pistazien, Kokosraspeln und eine Prise Pfeffer. Dann das hier sind Pizzacracker. Die habe ich gemacht aus Paprika, Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch, Zucchini, Möhren, verschiedenen Gartenkräutern, mediterranen Oregano, Thymian und so. Dann habe ich zwei Rohkosttorten. Das eine ist ein Apfel-Möhren-Marmorkuchen, das hier. Und das ist ein Apfel-Kokoskuchen, auch aus dem Garten alles. Der Apfel-Möhren-Marmorkuchen ist der Boden aus Kokosraspeln, Mandeln, Maracujas und Datteln, die Füllung aus Cashews, Kakaobutter, Baobab, Karob unter anderem. Dann der Apfel-Kokoskuchen, da ist der Boden aus Kokosraspeln, Pistazien, Sesam, Kakao, bisschen Feigen sind noch dran und die Füllung aus Kokosmus, Feigen und Karob und natürlich Äpfeln noch.
Dann habe ich verschiedene Energiebällchen. Das wäre dann einmal Pflaumen, Zimt, Lavendel mit Sesam und Pistazien. Dann Mandel, Mango, Maracuja mit Kakao, Nips und Vanille. Dann habe ich noch, das muss ich selber mal kurz vorlegen, Mandelhanf, Kokos ist das genau, mit Vanille und Kurkuma. Das wäre dann noch Dattel, Macadamia und Kakaopulver. Und Feige, Baobab, Paranuss mit Karotten. Wow. Wahnsinn, fand ich. Nur mal kurz eine Information, wenn ihr seht zum Beispiel hier von so einem Kuchen, da sind jetzt irgendwie nur 12 Stück oder sowas, dass ihr vielleicht so ein Stück nimmt und dann zu viert teilt irgendwie, dass jeder mal kosten kann. Das ist so ein bisschen auch Sinn von so einem Rohkost-Potluck, dass man sich mal inspirieren lassen kann und so weiter. Also jetzt nur mal so eine Info, wenn ihr seht, es gibt wenig von dem, einfach teilen mit anderen Leuten. Hier sind noch frische Datteln. Ja. Und hier ist irgendwas Flüssiges. Das ist nicht vegan, aber ich habe mir erlaubt, frischen Bienenhonig ungefilterten von meinem Vater mitzubringen. Gut, für diejenigen, die nicht vegan sind, die das gerne probieren wollen. Ja. Okay. Dann reife Bananen, dann haben wir hier noch verschiedene, also Kürbiskernkräcker, gekeimten Buchweizen. Das hier ist ein Salat aus gekeimten Sonnenblumenkernen, Rosinen, Ingwer, Frühlingszwiebeln, Kurkuma, Salatgewürz und ein bisschen Salz. Und hier sind noch einige Produkte von Vitasprosse. Das kenne ich auch. Mohnstangen, die verwenden ja nur gekeimtes Getreide oder eingeweichte Samen. Das ist wahrscheinlich auch Buchweizenbrot. Genau, ist Handbrot. Handbrot. Das sind Sesamsprossen mit Datteln, Paste und schwarzen Sesambrot und Rosinen. Wow. Das gibt es noch hier einen Apfelsalat mit Zwiebeln. Sellerie. Ach, genau. Sellerie, Schnittlauch, Walnüsse. Okay. Das sehe ich auch noch. Genau, hier sind noch Pflaumen in der Tüte. Was ist hier drin? Wir haben noch Melone hier. Physalis. Physalis. Okay, dann Möhrensticks und Kohlrabi, Gurke und dann noch irgendwie so ein Dip. Weiß jemand, was das für ein Dip ist dazu? Wer hat den Dip gemacht? Den weißen Dip. Ja. Okay, dann haben wir hier was, ich glaube das ist Chili. Das sind Zucchinis in Zitrone, Kokosflocken und ein bisschen Chili und okay. Das ist auch Zucchini mit Algen und getrockneten Tomaten. Dann haben wir noch Möhren mit irgendwelchen Kokosbällchen. Ja, das sind die Buchweizen mit frischer Kokosnuss und getrockneter Kokosnuss und Datteln und Rosinen. Auf gekeimten Buchweizen ohne Nüsse, also nussfrei. Nussfrei, okay, sehr interessant. Dann haben wir hier Goji-Beeren und hier einen Salat. Der Salat ist Blumenkohl-Möhrensalat mit getrockneten Tomaten, Paprika, Zitrone und die Sprossen, Erbsen, Radieschen und Linsensprossen. Okay. Hier ein Salat. Gurke, Tomate, Blumenkohl, genau. Sagen wir immer Blumenkohl, Tabelle. Dann au! Ja, das ist von mir. Der ist ein Buchweizensalat. Das ist Buchweizen mit Apfel und Chinakohl. Und Blumen. Und Blumen, genau. Und Klee. Aus dem Karten. Und Klee und Salis. Es mit Apfelessig, also der ist so ein bisschen süß-herzhaft. Der daneben ist ein Lauchsalat. Lauchsalat, mit Ananas und Apfel und fermentierten Cashew-Quark. Genau. Kugeln? Mit Kokos? Achso, Kokos, Dattel, Zimt, ganz einfach. Okay, dann noch so Bällchen. Dann nochmal Buchweizenbällchen, einmal Schokolade mit ein bisschen Aronia-Pulver. Die roten sind mit Aronia auf außen gewälzt. Und die rechten, nicht erschrecken, die sind herzhaft mit getrockneten Tomaten, vielen Gewürzen, so Pizza-Bällchen. Fleischbällchen. Aber alles auf Buchweizenbasis, nussfrei. Okay. Dann haben wir hier so ein schönes. Genau, das muss man nicht erklären. Ich habe mal gespielt. Und marinierte Pfifferlinge habe ich auch. Ach, hier sind marinierte Pfifferlinge, okay. Mit was sind die mariniert?
Mit Sojasauce, mit Zitronensaft, Olivenöl, Thymian, getrocknete Tomaten, Knoblauch, Zwiebel. Also, das ist ganz schön alles. Basilikum. Okay, haben wir noch Sonnenblumenkerne, Oliven. Selbst erklärt. Das ist Fubini-Spaghetti mit Kürbiskernöl und Hauptbrötchen. Okay. Wir haben auch wieder vieles, was ich selbst erklärt eigentlich. Schon wieder? Du kriegst die ganze Zeit auf meinen Schuh. Dann machst du mal den Schlüssel dazu. Salat, Beeren, Paprika, Erdbeeren, Pflaumen, Aprikosen, Pilze, Brokkoli, Fenchel, Mais, mehr Paprika, Möhren, Birnen. Nee, nicht Birnen. Und hier ist noch welche. Rokospotluck ja, ist gerade mal ein, zwei Stunden alt und wie die Vandalen, wie die Barbaren, ist, wurde ja schon drüber hinweggefegt. Weil als erstes wurden natürlich die zubereiteten Speisen hier ja, weggenommen und jetzt sind noch viele Früchte und Gemüse da. Obst und Gemüse. Und, ja, und dann wird noch eine Melone abgeschnitten. Der Rest liegt jetzt alles so fett und voll gefressen hier. Könntest du gar nicht mehr alle hochbewegen. Alle sind hier fett und voll gefressen. Und sogar Hanna ist da. Da hinten, die wollte eigentlich gar nicht kommen. Aber jetzt sind sie da. Chiara ist auch da. Alle sind da. Und ich bin da. Ich habe gerade ein Geheimrezept gemacht, wie man Mückenstiche quasi entjuckt. Und es funktioniert tatsächlich. Also da gibt es mehrere Leute, die schon da gesagt haben, ja, es funktioniert. Es funktioniert. Das heißt, er hat sich den heiligen Gral, das ist so eine, sieht aus wie eine Zigarette, ist aber eigentlich ein Mückenentjuckungsinstrument. Und damit wird einfach so die Haut verbrannt. Und dann, das war jetzt eine hässliche Narbe, Chiara, aber es juckt nicht mehr. Ja, und beim Rohkost-Potluck gibt es immer die hübschsten Männer. Hier sind drei Stück davon. Ja. Ja, und hier ist der Vierte. Wir haben uns jetzt hier wieder zusammengefunden für unser Resümee. Und ich übergebe aufgrund, dass meine Stimme heute nicht die beste ist, an Silke und Silke macht heute das Resümee. Ich bin nur der B-Faktor sozusagen, die B-Note. Der so nett lächelt und da sitzt und lächelt. Genau, wir haben uns heute wieder auf unserem wunderschönen Platz im Aquapark versammelt. Ich glaube, es waren so 50, 60 Menschen wieder, von jung bis alt, mit auch wieder einige Kinder dabei. Und ich finde es auch immer schön, so, dass es so eine schöne Mischung ist. Alt und jung. Jung und Kinder und männlich, weiblich. Ja, das stimmt. Am Anfang waren ja mehr Frauen. Oh, das stimmt. Vor 2 Jahren. Ne? Mittlerweile sind ja viele, viele gerade auch durchaus junge Männer, die halt sich da inspiriert fühlen und die das dann auch gerne zum Beispiel auf YouTube-Kanälen und auf Blogs dann weitergeben, die ja, einfach diese gesunde Ernährung da voll reingehen und total motiviert sind. Einer kraxelt nächste Woche auf dem Olymp, hat er gesagt, irgendwie ohne Essen, ohne Nahrung will er auf dem Olymp irgendwo in Griechenland 400 Kilometer wandern. Ja, genau. Die anderen haben ja Hausprojekte und also ja wirklich einfach dieser Tatendrang dieser jungen Menschen, das ist halt einfach immer sehr, sehr schön zu sehen, dass das in die richtige Richtung geht. Und dafür, also Rohkost-Potluck strotzt doch vor Idealismus, würde ich sagen. Ja, so alternative Lebenskonzepte. Ne? Genau. Alternative Projekte oder man ist am Reisen oder es ist so schön, sich dann so gegenseitig zu inspirieren und auszutauschen. Vor allem der Austausch dann. Ne? Manche sind auf Reisen, wie Hanna, die jetzt eine Reise hatte von über einem halben Jahr mit alleinerziehend, mit Kind durch die Welt und sie kommen dann wieder hierher und ja, und dann kann man sich austauschen, ne? was waren Probleme, was ist gut gelaufen und kann wieder neue Menschen inspirieren und dieses Rohkost-Potluck ist einfach wirklich so ein Fundus an Inspiration, an Erfahrungsaustausch, wie du es jetzt gerade schon gesagt hast,
ist einfach wunderschön zu sehen. Und das Rohkost-Potluck an sich entwickelt sich ja auch immer, ich will nicht sagen weiter, aber es entwickelt sich immer mal anders. Diesmal machen wir das so, dass einige von uns einfach versuchen, nach dem Rohkost-Potluck hier irgendwo in den Wald zu gehen und zu übernachten und noch ein bisschen zu singen. Und ja, also ein kleines Lagerfeuer vielleicht machen, je nachdem, ob sich das hier anbietet, muss man halt immer schauen. Und ja, das ist auch das erste Mal jetzt am 25. Rohkost-Potluck. Ja, und so hat es halt immer so eine eigene Dynamik und das Rohkost-Potluck, ja, ich sag mal, wir beide haben ja so den Grund gelegt, dass man einen Zeitpunkt festlegt und dass man das Ernährungskonzept festlegt. Aber das Rohkost-Potluck füllen, das machen letztlich die Menschen mit ihrer Liebe, mit ihrer Motivation. Und das ist halt schön zu sehen noch. Ich habe den Eindruck, wir haben uns gerade darüber unterhalten, dass wir oft so einfach im Hintergrund einfach nur die Sachen noch beobachten, was so passiert. So nicht mehr ganz so am Anfang, du hast dann jedes Mal diese Wildkräuterwanderung gemacht. Ja. Ich war dann auch meist laut oder irgendwie gesungen dann und was. Aber ja, es ist jetzt immer mehr so, dass wir da einfach uns so ein bisschen, na, nicht zurückziehen, aber ja, so gucken, was ja, beobachten. Und wir müssen es jetzt nicht immer moderieren oder immer so im Mittelpunkt stehen. Genau. Sehr angenehm. Ja. Und ich finde auch, das Essen, die Rohkost, gerät immer mehr so in den Hintergrund. Das ist zwar so der Haupttreffpunkt, das ist ja ein Rohkost-Potluck. Und viele wollen auch Rohkost genießen, sich austauschen, weil sie mehr Rohkost integrieren wollen, weil sie vielleicht vegan probieren wollen. Aber im Endeffekt, so im Verlauf des Tages, nimmt es immer weniger Raum ein. Ja, genau. Das sind die Gespräche, die Gemeinsamkeiten. Und da gab es auch eine Sonnenmeditation, glaube ich. Ne? Ja, kann sein. Genau. Und alles im Blick gehabt. Genau, ja. Und es ist einfach ein wunderschöner Tag. Die Kinder spielen hier schon seit Stunden. Das ist wirklich sehr schön zu beobachten. Also, ja, und heute war ja auch wieder der erste Potluck mit gemischter Kost. Einfache Rohkost und Gourmet-Rohkost. Genau, beides. Und also ich glaube, das ist... Also ist wahrscheinlich die beste Alternative, weil die Leute, die auch gerne pure Rohkost essen, kommen voll auf ihre Kosten, weil ist, glaube ich, jetzt sogar noch eine Melone da und noch ein paar Bananen oder so. Das heißt dann auch nicht zu wenig. Und ja, also von daher ist eigentlich das wirklich Gute, dass man einerseits die Leute ein bisschen inspirieren kann, dass die Rohkost mehr ist als das, was am Anfang, das ist ähnlich wie bei der Umstellung auf vegane Ernährung, diese veganen Ersatzprodukte, die haben durchaus ihren Sinn. Dass erstmal die Menschen diesen Übergang schaffen vom Fleisch zum veganen Ersatzprodukt, die halt jetzt eben nicht sofort auf den Brokkoli kommen, sondern die halt erst das vegane Ersatzprodukt haben und dann eben Stück für Stück weitergehen. Und so ist halt bei der Rohkost auch, dass man halt zu dieser gesündesten Form der Ernährung, zu unserer artgerechten Ernährung eben ja, nicht einfach so kommt, weil wir sind konditioniert, sondern dass das ein Weilchen braucht und dass man, wenn man da so eine leckere Rohkosttonne stehen hat oder solche Fleischbällchen, also Rohkost-Fleischbällchen, dass es dann einfach als Übergang Sinn macht. Und wenn dann beides liegt, wunderbar, weil dann sieht man auch, okay, es gibt Menschen, die nehmen nur von den einfachen Sachen so, und denen geht es trotzdem gut und dann hält man sich mit denen, hey, warum hast du nicht das gegessen? Und dann kommt man so, die Bewusstheit steigert sich dann dadurch. Und finde ich es eigentlich ziemlich gut, dass wir das genau so machen. Gourmet-Rohkost war aber dann wurde sich zuerst drauf gestürzt, das muss man schon sagen. Das ist normal. Ich glaube auch die wenigsten hier sind ja wirklich reine Mono-Mahlzeiten-Rohköstler, also so ganz puristisch und haben wirklich schon den Draht dazu gefunden, sich wieder natürlich und ich benutze das Wort ungern, aber es ist, weil es halt negativ ist, aber eigentlich ist positiv gemeint, genussarm zu ernähren. Weil Genuss ist im Sinne nicht wirklich was Positives. Für uns ist das oft positiv assoziiert. Aber der Genuss ist halt etwas, das ist diese Höher-Weiter-Mentalität, die wir Menschen immer haben. Und das hat sich aufs Essen natürlich genauso übertragen. Und hier ist es dann halt eben einfach wirklich, dass man dieses... Aber man kann ja auch ganz einfach Rohkost genießen. Also ja, man kann es genießen im Sinne von, es nährt mich. Der Genuss geht dann eher in die Richtung, es nährt mich, es tut mir gut. Und der Genuss geht eben nicht in die Richtung, boah, ist viel Zucker, ist gut gewürzt oder sonst was. Ja, was ganz wichtig ist natürlich, was hat mir heute am besten geschmeckt? Ihr habt ja die ganzen lukulischen Köstlichkeiten gesehen und bei mir gab es drei Favoriten. Ich habe ja alles gegessen, ich weiß nicht, ob du auch alles so probiert hast. Okay, bei mir, ich habe alles gegessen, ich habe natürlich auch zuerst auf die Gourmet-Rohkost geschmissen und da waren drei Sachen, die mir besonders gut geschmeckt haben. Also Platz 1 geht heute an, aber alles drei nah beieinander, Platz 1 geht an die Karen von Karen in War, heißt die glaube ich bei Instagram oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall. Sie hat einen Lauchsalat gemacht und ich finde halt so, alleine die Idee, einen Lauchsalat zu machen, finde ich halt so geil, weil ich liebe Zwiebeln und ich liebe auch Lauch und ich esse auch, das Schönste ist im Frühling, das erste, was du so essen kannst, ist das Lauch und das esse ich halt sofort und sie hat einen Salat gemacht, das war mit
mit Äpfel, damit es fruchtig und mit dem Lauch zusammen echt gut abgestimmt. Das ist immer die Kunst bei einem Salat, das ist immer wieder beim Genuss, aber naja, ist halt so. Das ist halt gut abzustimmen und dass es halt eben zum Genuss wird und das war halt perfekt abgestimmt. Mega, mega geil. Und dann waren noch zwei Sachen dabei, die auch sehr gut geschmeckt haben. Fritter teilen sich Platz zwei. Das war einmal Silkes Körner, Sprossensalat, was auch immer. Da war so viel dabei. Und das war das, wo ich am Anfang schon gemerkt habe, ich habe mir alles angeguckt. Eine Sache hat mich besonders angesprochen. Und das war Silkes, dieses viereckige Ding da mit dem. Was war es denn genau? Das war ein gekörntes Sonnenblumenkern, Rosinen, okay. Frühlingszwiebel. Ja. Frühlingszwiebel ist auch heute. Kurkuma war dabei, schwarziger Klee, ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Himalaya-Salz. Ja, genau. Also echt mega, mega. Und Ingwer. Ingwer, ja, das war diese frische Kick dann. Vor allem, das war so lustig, dass ich dachte, das spricht mich an, das und das. Und dann habe ich gesagt, das und das. Ach, du hast das gemacht. Okay, ja, das war lustig. Genau. Ja, das hat gut geschmeckt. Und dann hat jemand Pfifferlinge mariniert in Sojasauce und irgendwie noch ein paar Gewürze sowas. Auch mega geschmeckt. Das habe ich auch probiert. Ja, ja. Also da ist halt wirklich auch so, da sind wir beim Thema Rohkost und Genuss, also Genuss im Sinne, wie die meisten den Genuss verstehen, da ist halt einfach da und es hat kein Problem. Also wenn du sowas isst, da kann mir keiner erzählen, dass da irgendwie ein Steak besser schmeckt oder irgendwie, weiß ich nicht, Milchreis oder keine Ahnung was so, oder Käse, Camembert oder sonst was. Das ist halt wirklich voll mega und lecker. Und der frische Geschmack, ne? Ja. Frisch, du hast die frische, du hast aber auch diese Tiefe, irgendwie noch diese Würzigkeit, hast du auch drin gehabt. Also zum Beispiel den Pfifferling in dem Salat. Ja, das war einfach, ja. Mario hat die übrigens gemacht. Hat er einen YouTube-Kanal oder sowas? Nee. Nein, hat er nicht. Muss er unbedingt machen, weil ja, seine Mario Rezepte sind teilweise ja, richtig genau, gut. Aber ich glaube, also er veröffentlicht schon immer Rezepte so. Okay, also wenn ich was finde, dann poste ich das bei mir oder du bei dir in der Infobox. Dann posten wir das in der Infobox, wenn wir was finden. Ansonsten merkt euch einfach Mario und kommt zum nächsten Rohkost-Potluck. Da ist am 16. September. Am 16. September. Samstag, 16. September. Genau, dann vielleicht ist der Mario da und dann zeigt er euch, wie man die geilsten Pfifferlinge überhaupt mariniert. Also wir treffen uns ab 11 Uhr. Ab 11 Uhr? Und so gegen 12 geht das Buffet los. Nein, wir treffen uns ab 11 Uhr und ab 11 Uhr geht das Buffet los. Du musst mal clever denken, ja, die Leute kommen dann um 11 Uhr. Dann kommst du erst um 1. Genau, also es geht um 11 Uhr los und um 11 Uhr geht auch das Buffet los und wer zu spät kommt, bekommt nichts. Es geht manchmal eine Person. Okay, na dann. Genau, so mehr ist halt nicht zu sagen erstmal. Bist du eigentlich beim Vegan Summer Day? Leipzig, eine Woche vorher ist der Vegan genau, Summer Day. Genau. Also nicht spontan, würde ich sagen, wie es float. Genau, das ist in der Innenstadt, ich weiß gar nicht wo, irgendwo der Vegan Summer Day. Das bestimmt. Ist halt, genau. Das kann man sich da ja schon sehen. Genau. Das war es erstmal so für uns. Ja. Wir sehen uns dann wahrscheinlich leibhaftig, wenn ihr den wollt, beim nächsten Rohkost-Potluck. Diesmal waren auch wieder viele neue Gesichter dabei und was ich so gefragt habe und waren alle begeistert. Also, ja. Und das muss ich jetzt unbedingt erwähnen. Heute war Silvia, die war bei unserem allerersten Potluck dabei im April 2015. War die schon beim ersten dabei? Ja, okay. Und die kam heute wieder nach fast zweieinhalb Jahren. Weil ich sie beim Ancient Giants getroffen habe. Achso, okay. Und gesagt habe, ich will jetzt kommen, sonst schneide ich ja die Ohren ab. Genau, wir haben uns kurz unterhalten und sie hat findet, dass du so eine unglaubliche Wandlung gemacht hast. Sie kennt dich vom ersten Potluck und jetzt. Ah, okay, ja. Und sie meint, das ist so unglaublich. Das haben wir ja nur so schrittweise mitbekommen, wie du so, dein Kleidungsstil hat sich geändert. Okay. Nee, wirklich. Ja, ja, kann ja sein, aber ich... Deine Art und Weise, ich habe mir bei den ersten Potlucks ja auch mal gehört. Ich war so laut. Ich bin immer noch laut. Ja, aber, nee, es ist alles... harmonischer, sanfter, alles mehr so in Liebe, also es hat sich... Ja, ich bin mehr in der Liebe. Aber du hast doch... Ich lebe ja auch die offene Liebe. Ich weiß ja nicht, ob auf deinem Kanal das so präsent ist, aber... Eigentlich nicht, aber... Also wenn ihr quasi über offene Liebe wollt, kommt auf meinen Kanal. Ich verlinke Christians Kanal, könnt ihr euch da gerne... Ich habe einen Kanal. Ja, ein paar Videos der offenen Liebe. Aber wieso nicht? Man kann sich das ja mal anhören. Ja, natürlich, als Alternativkonzept. Ist natürlich nicht für jeden geeignet, da brauchen wir nicht zu reden. Aber ein Anhören könnte sich ja. Aber ich denke, das ist das, was mich auch schon auf jeden Fall da geprägt hat, einfach mehr fließen zu lassen und nicht mehr so an Dingen anzuhaften oder an Menschen anzuhaften, sondern halt einfach fließen lassen. Genau. Was du ja auch am Anfang nicht so gemacht hast, wie dich niemand einstellt, so die Hand auf den Rücken. Oder so diese. Okay. Das fällt mir auf, dass du das auch so im letzten Jahr machst. Okay. Du das nicht mehr machen. Dass du das machst. Das hast du am Anfang nicht gemacht. Ich mache es ja auch nicht. Jetzt mache ich es. Nee, aber manchmal, wenn wir nebeneinander stehen oder so, dass du auch mal so die Hand hier hast oder so machst oder so, das war mein Paar nicht. Okay. Aber ich finde das interessant. So. Nee, dass ich mich verändert habe, das hat ja jeder mitbekommen, so, der meinen Kanal verfolgt.
aber wie und was, das ist immer so schwer zu sehen, wenn man dabei ist, wie man sich verändert. Deswegen ist ganz schön, wenn du sagst, Silvia, komm, sagst du dann jetzt. Und dann. Das ist unglaublich, die Transformation. Wir merken das ja auch, aber wenn das nochmal jemand sagt, der dich am ersten Potluck erlebt hat und dann jetzt 2,5 Jahre später. Aber du warst ja auch, seit wann hast du vegan begonnen? 2014 im Dezember. 2014, genau. Und jetzt lebst du schon über 2,5 Jahre vegan. Das macht ja auch nochmal was mit einem. Und du bist ja auch jemand, das auf jeden Fall die Ernährung, und, ja. Und du machst ja, bist ja auch einer, der sich so mit dem Bewusstsein beschäftigt, an sich arbeitet und sich für Dinge neu öffnet. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also alles eben auch, und das denke ich, ist auch wichtig, um sich zu verändern, eben zu hinterfragen. Weil wenn man sich nicht hinterfragt, kann man sich natürlich auch nicht ändern. Ja. Für dich war es ja auch eher fließend, weil nicht, dass du von heute auf morgen einmal... Bis auf die Ernährung halt. Die war tatsächlich von heute auf morgen, ja, aber sonst mit Brötchen und nächsten Tag egal. Aber sonst, alles, was danach kam, war ja eher fließend. Ne? Das war ein fließender Prozess. Das kann man ja auch, wenn man die Potluck-Videos mal da so reinzieht, kann man das ja auch erkennen. Am besten alle unsere Potluck-Videos nochmal anschauen. Vor allem den Resümee. Die Resümee-Videos, ja. Wie sich das so ändert, so dein, na, so dein Sein einfach. Ne? Ja. Und das ist auch immer, was ich auch so schön fand, bist immer mehr so in Strahlen gekommen. Einfach da und strahlst. Es ist so total selig und glücklich, hier zu sein. Ja, auf jeden Fall. Es ist noch immer noch ja, nach wie vor absolutes Highlight. Einfach, weil du weißt, du triffst Menschen, wo einfach, ja, wo viele das auch einfach fließen lassen können, wo viele auch Inspirationen dabei sind und wo du es einfach voller Liebe und voller Gemütlichkeit und Relax. Und deswegen, wir haben ja ab einem gewissen Zeitpunkt gar nicht mehr groß Werbung gemacht für den Rohkost-Potluck. Wir hatten ja früher immer noch die Videos, die unter der Woche Einladungsvideos und dann ist wieder Rohkost-Potluck. Mittlerweile ist es so, ja, es sind halt 50, 60 Leute und nicht mehr 100 oder so, aber es ist halt ja, nicht nachträglich, wenn es nicht ganz so viele sind. Und also ich finde es auch sehr schön, wenn es eine kleinere Runde bleibt, weil die Treffen dann einfach mehr noch so eine andere Qualität bekommen. Weißt du noch, am Anfang habe ich auch gesagt, oh, waren 60, heute waren 70, immer mehr, aber eigentlich ist es schöner in einer kleineren Runde, weil die Gespräche einfach eine andere Qualität bekommen. Merkst du aber gerade, dass wir unsere Zuschauer ausladen? Nein, das nicht. Also ich denke, das fügt sich ja alles. Ja. Also ich habe auch nichts dagegen, wenn 70 Leute, 80 Leute hier sind. Man kommt dann einfach nicht mehr mit jedem ins Gespräch, zumindest nicht tiefgründig, dann einfach so. Man wechselt mit jedem dann einfach ein paar Sätze. Aber wenn er auch ein schlechtes Gewissen vielleicht hat, nicht mit jeden geredet zu haben oder interessante Sachen sieht oder interessante Menschen sieht und dann ins Gespräch kommt und dann wieder zum nächsten hoppt und so weiter. Es geht natürlich, man kann sich natürlich auch auf einen Menschen einlassen, aber man hat dann irgendwie so ein Gefühl von, also wie wenn man auf so einer veganen Messe geht und man geht nur an einen Stand und hält sich ganz intensiv und da sind 30 Buden und ich glaube, jeder kann das nachvollziehen, dann denkt man irgendwie, boah, ich habe gar nicht so viel gesehen. Und das ist halt unser Drang, immer dieses höher, weiter, besser, dass man dann halt unbedingt dann halt irgendwie alles gesehen und mit jedem interessanten Menschen also gesprochen. Also für uns als Veranstalter, man denkt so, oh, hast du ja wieder nur oder mit denen und denen nicht gesprochen. Und das kommt noch dazu, ne? Ja. Also für mich, für uns so, dass ich manchmal sage, oh, jetzt war ich ja eigentlich nur mit den Leuten beschäftigt, die ich jetzt schon länger kenne, weil die einfach oft da sind. Und dass man so ein bisschen schlechtes Gewissen hat. Dann. Ja. Oder dass sich manche vielleicht auch nicht trauen, einen anzusprechen, würden gerne mit einem mal reden. So. Dass man das halt in so einer großen Gruppe einfach nicht so bewerkstelligen kann, dass man wirklich mit jedem ins Gespräch kommt. Und ich erinnere mich da auch noch gerne an unsere ersten Winterpotlucks, die man ja limitieren musste, weil wir nicht so großen Raum hatten. Da waren wir 12 bis 15 Leute. Ja. Und das waren ja so richtig mega geniale Treffen. Kuschelige, beisammen sein. Wir waren in der Runde und haben uns alle unterhalten, da gab es halt keine Küppchen. Das stimmt. Und das waren sehr intensive Treffen. Ne? Da sind auch noch Mingwa dabei, Peggy, hier sind alles so Menschen, die schon seit 2 Jahren dabei sind. Das ist eine schöne Gruppe auch gewesen. Aber ich freue mich natürlich auch, wenn immer neue Menschen dazukommen, die auch so dankbar sind für das, was wir tun, für das, wir diesen Potluck veranstalten. Und ich freue mich auch, wenn Menschen hierher kommen, die von weiter her kommen und dann sagen, oh, ich mache bei mir sowas auch. Ich hole mir die Inspiration und ich mache das jetzt bei mir auch. Und es ist ja auch so, ich habe so das Gefühl, unser Potluck, der schon seit April 2015 regelmäßig stattfindet, war so der Vorläufer, der wirklich auch regelmäßig war. Es gibt schon viele, es gab schon vorher, glaube ich, Potlucks, aber die waren vielleicht nur 2 Mal im Sommer oder so. Wir haben das so durchgezogen, sondern wir machen wirklich jeden einen und dann auch im zweiten Winter jeden einen. Und es gibt so viele, die sich da ein Beispiel dran nehmen und das jetzt bei sich aufmachen. Das ploppt überall auf und ist einfach so schön. Ja. Also wir sind wirklich noch die Urmutter, sag ich mal so, die Urmutter der Rohkost-Potlucks, kann man so ein bisschen sagen. Man kann es ein bisschen sagen, aber da kommt natürlich so wieder ein bisschen so Stolz und Ego hervor. Ja. Nein, ich sag's nur, weil mir das heute gesagt wurde. Ich hätte, glaube ich, das Wort jetzt selber gar nicht gewählt. Ja, aber ich verstehe es, ich fühle das ja genauso. Also es sind Potluck-Gäste, die das gesagt haben. Ja. Also es ist nicht mal, ich habe das einfach nur so übernommen. Ja. Also wer diesen natürlichen Rohkost-Potluck-Spirit haben will, der muss zur Urmutter des Potlucks kommen, zu uns. Mindestens einmal. Ja. Nein, ich denke wirklich, in der Tat, ja,
ich merke, ich bin ja auch bei den anderen Rohkost-Potlucks auch mal zugegen, die jetzt da aufgepoppt sind, wie Silke das sagt. Und ja, und du spürst halt, dass der Spirit auch reingeht. Aber der Spirit ist halt manchmal doch ein bisschen anders, weil oftmals das Klientel anders ist, weil der Veranstalter anders ist, der erreicht dann andere Menschen. Und bei uns, ich glaube auch dadurch, dass wir durchaus so ein bisschen unterschiedliches Klientel anziehen, mhm. Kommt das durch diese Vermischung, entsteht auch diese Dynamik. Ja. Also, weiß nicht, von deinen Zuschauern, man kann es immer so schlecht einschätzen, aber wenn ich deine Videos sehe, das sind sehr, für mich was sehr Ernsthaftes, was sehr, sehr kritisch Hinterfragendes, aber so auf einer ganz anderen Ebene als es bei mir. Bei mir ist es auch manchmal so ein bisschen, ja, vielleicht auch ein bisschen humorvoll oder ein bisschen ja, so, nicht vielleicht auch von Informationen her, dass ich mich auch auf der Wissenschaft oft bediene und du auch eher auf der alternativen medizinischen Seite und dass man dann vielleicht den perfekten Konsens dann finden kann, wenn halt alles wissen, weil die Wissenschaftler sind meiner Meinung nach per se auch nicht böse Menschen oder sowas, sondern die wollen auch was wissen, die Menschen, die Finanzierung und wie das alles funktioniert, das ist eine ganz andere Sache, aber die Menschen, Wissenschaftler, die wollen das halt auch wissen, genau wie halt Leute, die halt nicht vom akademischen Weg gehen, sondern eher von der Empirie, also von der Erfahrung, Naturvölker und so weiter. Und wenn das beides zusammenkommt, und das ist das klassische Beispiel, ist auch immer das Ayurveda mit dem Ölziehen, das kommt aus dem Ayurveda, auch diese ganzen Ölbehandlungen, die hat man in die Wissenschaft jetzt, hat man gesehen, wow, das ist gut. Ne? Oder aus der traditionellen chinesischen Medizin, die Akupunktur, ist mittlerweile angesehen, zahlt die Krankenkasse sogar dafür. Also je nach Krankenkasse. Also ich kenne zumindest eine Krankenkasse, die dafür bezahlt. Auf jeden Fall, und wenn das alles so zusammenpasst, ah, das ist doch perfekt und das, denke ich, passiert hier auch. Ja? Also gibt es Menschen, gibt es hier Ärzte, die hier zugegen sind oder werdende Ärzte und es gibt halt eben auch diese sehr, sehr spirituellen Menschen und dann gibt es halt diese Alternativen und da alles. Wir haben sogar Könige unter uns. Ah, ja. Königreich Deutschland. Gibt es ja nicht mehr, glaube ich. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, es wurde zerschlagen. Zumindest Peter der Erste, der große Chef, sitzt. Aber ich glaube, es führt jetzt alles hier zu weit. Ja. Für ein Resümee. Genau. Wir wollen eigentlich jetzt, würde ich mal sagen, es ist, glaube ich, sehr lang geworden. Ich glaube, das längste Resümee ever. Na gut, wir haben heute auch wieder so ein langes Buffet-Video, weil ja die Familie was wieder dazu. Das war jetzt bei der einfachen Speisen so zack, zack, ist man drüber. Ja, stimmt, ja. War nicht so viel zu kommentieren. Wollen wir unseren Zuschauern nicht so viel zumuten. Genau. Okay, das war's. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Genau, vielleicht sehen wir uns beim nächsten Potluck oder irgendwann. Oder ihr macht auch einen Potluck bei euch. Und ich würde euch auch gerne inspirieren und würden auch das mal promoten. Oder so. Genau, wenn ihr einen Rohkost-Potluck irgendwo in Deutschland stattfinden lassen, Rohkost-Potluck, einfach bei Facebook mich oder Silke anschreiben. Mhm. Und ja, wir machen einfach einen Hinweis, weil es geht ja nicht darum, unser Rohkost-Potluck irgendwie zu, wie gesagt, ihr schon gehört habt, es muss auch nicht unbedingt alles größer werden und besser, sondern es geht halt einfach darum, die Gedanken der Rohkost und die Gedanken der natürlichen Ernährung in die Köpfe der Menschen zu bringen, weil mit der Ernährung ändert sich dann, zum Beispiel meine Transformation, da ändert sich natürlich auch das Gedankengut und die Welt wird immer ein Stück besser. Und was kannst du Schöneres geben, als bei Facebook mit einem kleinen Link die Welt ein Stück besser zu machen? Genau, das war jetzt ein schönes Schlusswort. Ich würde sagen, dabei bin ich jetzt. So ist es. Okay, bis bald. Tschüss. Ciao. So, das Rohkost-Potluck geht jetzt weiter und das ist wie gesagt Premiere. Wir werden jetzt ja einfach, ein paar Leute haben sich dazu entschlossen, dass wir da ein kleines Feuerchen machen, ein bisschen Brot machen als Mehl und Wasser einfach nur. Natürlich keine Rohkost. Ja, die Leute haben dann halt ihre Zelte und ihre Hängematten fangen jetzt zumindest an aufzubauen. Ja. Ja, wahrscheinlich so, wenn ich richtig schlange, 10, 20 Leute sein. Und oh, das Feuerchen brennt schon. Sehr, sehr geil. Na, gehen wir mal hin. Gucken wir mal. So. Da habe ich noch gar nicht meine Geheimwaffe gezündet. Und da brennt schon hier ein Feuer. Das ist ja verrückt. Wenn ihr meine Geheimwaffe braucht, sagt Bescheid. Mhm. Ja? Extra eine Geheimwaffe mitgebracht. Was denn? So, das wird das letzte Video für heute sein. Wir sitzen jetzt hier alle schön im Kreis. Ja, das sind jetzt mittlerweile doch noch 20 Leute hier geworden. Hinten sind die ganzen Zelte aufgebaut. Und wir lassen das jetzt hier schön ausklingen. Wir haben den Besitzer gefragt, ob wir hier Feuerchen machen dürfen und Zelten. Der Besitzer hat zugestimmt. Das heißt, wir können in aller Ruhe hier unser Ding machen. Und ja, ist einfach cool. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. 1-2 Uhr nachts. Wir tun Wasser schöpfen, um das Feuer zu löschen. Wie machen wir das? Da ist jemand, der...
hin und her pumpt hier, um, damit wir die Wassermelone mit Wasser füllen, mit der wir dann das Feuer löschen. Yeah!